Willkommen zurück zu Spellforce 3 Solarvist. Und jetzt sollen wir in Shayok Dead reingehen. Weil es eine Möglichkeit ist, wie wir ihn aufhalten können, eventuell. Und das machen wir jetzt. Ihr werft einen letzten Blick auf eure Gefährten, bevor ihr in den blauen Nebel vor euch geht. Der Gott des Lichts umschließt euch. Weißes Licht füllt alles aus und euer Körper wird leichter, dünner, durchscheinend wie eine Wolke, die im Wind vergeht. Ihr schwebt hinfort. Hier? Warum? Ja, Eref. Hier. Der Ort, an dem alle Wege zusammenführen. Moment, du kannst mich hören? Aber... Dies sind deine eigenen Gedanken? Und nicht die der Marionette deines Gedächtnisses? Ich weiß, Eref. Es macht keinen Unterschied. Mit wem redet ihr, Tava? Die Dämmerschlechter sind uns auf den Fersen und wir... Still, Marionette. Zumindest fürs Erste. Ich will Eref hören. Wo sind die anderen? An den eigenen Versionen dieses Ortes. Aber sie sind unwichtig. Hier geht es um dich. Um uns. Ich verstehe nicht, wie zur Hölle bin ich hierher gekommen. Ist dies der Gott des Lichts? Du bist im Inneren des Gottes des Lichts. Oder in deinem Inneren. Es macht keinen Unterschied. Aber was soll das hier bedeuten? Bist du Shayok Dead? Ich fürchte, es gibt keine einfache Antwort auf deine Frage. Aber überstürzen wir nichts. Es gibt erst noch etwas, das du sehen solltest. Oder nicht? Die Erinnerung, was passiert ist, nachdem wir Kavil erreicht haben. Ja, Eref. Das letzte Stück des Mosaiks. Was jetzt möglich ist. Dann werden wir das tun. Interessant. General, wartet. Ich kann nicht. Ich kann nicht weitergehen. Der Vorposten ist nur eine Stunde entfernt. Bitte, Tava, ihr schafft das. Soll ich euch tragen? Das habt ihr schon die letzten 4 Stunden getan. Nein, lasst uns einen Ort für eine Pause suchen. Bitte. Gut, ich finde einen Ort und mache ein Feuer. Wartet einfach hier, ja? Und drückt eure Hand weiter auf den Verband. Gut. Aus dem Okay. Weg. Hier entlang. Weiter so. Na bitte. Das könnte funktionieren. Ja. So. Das ist schon besser, oder? Ruhen wir uns einfach etwas aus, dann können wir weitergehen. Tava? Tava? Ja, ich bin hier. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und Kiran, mein Sohn. Ihm wird es schon gut gehen. Ich weiß es einfach, Tava. Nein, das wisst ihr nicht. Aber danke, dass ihr es sagt, General. Ihr seid ein guter Mann. Mutter! Kiran! Oh, Kiran! Du bist es! Mutter! Geh weg von ihm! Was? Bei den Wächtern? Du bist verwundet! Lass mich! Bleibt, wo ihr seid. Ich komme klar. Oberst, ihr müsst euch schon... Ich weiß, General. Ich weiß von der Schatzkammer und eurem Plan.
Die Orks haben es mir gesagt, nachdem sie meine Kameraden abgeschlachtet hatten. Was? Ihr könnt nicht klar denken. Ihr müsst... Ihr habt uns verraten. Verdammt, ihr habt die Dämmerschlechter direkt zu uns geführt. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet. Oh, wirklich? Was ist denn mit der Schatzkammer, hm? Ihr habt die Orks denken lassen, dass der Kaiser eine Schatzkammer unter dem Versammlungshaus des Dorfes versteckt hat, weil ihr wusstet, dass sie dann herkommen würden. Ihr habt uns als Köder missbraucht. General! Es sollte nicht so ablaufen. Natürlich nicht. Es sollte so ablaufen, dass ihr mit euren Truppen eintrefft, während die Orks über das Dorf herfallen. Und hätte das nicht gut in eurem Lebenslauf ausgesehen? Ein hilfloses Dorf gerettet und eine ganze Horde Orks mit einer einzigen Einheit ausgeschaltet. Vielleicht hätte euch die Krone endlich die Beförderung gegeben, die ihr euch doch verdient habt. Aber nein, es hat nicht funktioniert, weil die Orks zu früh angegriffen haben. Sie haben Oberst Rikus getötet. Sie haben eure Leute getötet. Sie haben jeden in diesem Dorf getötet und das auf der Suche nach einem Schatz, den es nicht gibt. Alle sind tot, General. Alle. Stille. Das ist also die Antwort. Kieran! Nein! Nein! Bitte, tut das nicht. Lügner! Ihr gottverdammte Lügner! Ihr solltet uns beschützen. Ihr habt mit unserem Leben gespielt. Es sollte nicht so ablaufen. Wir hätten sie abgefangen und... Ach, das habt ihr nicht. Okay, das ist das Ding. Als Kirans und Tavas Körper sich auflösen, erinnert ihr euch wieder an alles. Wie ihr die Meilen durch den Sand gestapft seid und nach dem Außenposten gesucht habt, zugleich in der Hoffnung, ihn zu finden und für immer verloren zu gehen. Der Ausruf aus eurer ausgetrockneten Kehle, als ihr endlich eine Patrouille seht, die schwarze Flut des Schlafs, als die Soldaten euch auf eine Trage hiefen. Wie ihr im Zelt aufgewacht seid und euch an nichts erinnern konntet. Das ist das, warum er seine dunkle Vergangenheit quasi. Was ist das? Ja, jetzt wissen wir das. Was haben wir denn hier? Bleib nah bei mir. Du willst sicher antworten. Ist das wirklich, was geschehen ist? Habe ich Kavil als Köder missbraucht? Du kennst die Antwort darauf, Eref. Zur Hölle, ich wollte den Krieg beenden. Und es hätte funktioniert, wenn die Orks nicht so früh angegriffen hätten. Aber es hat nicht funktioniert, Eref. Es hat nicht funktioniert. Deswegen versuchst du so entschlossen, es alles zu vergessen. Wie hat Kieran überlebt? Er war am Verbluten, als ich... Als du uns zurückgelassen hast? Ja, war er. Genau wie ich. Und ich kann dir nicht sagen, wie er es geschafft hat, weil ich kurz darauf gestorben bin. Aber um ehrlich zu sein, wusste ich irgendwie, dass Kieran überleben würde. Mein Sohn. Er war immer schon stur. Stur und mutig. Ich verstehe immer noch nicht, warum bin ich hier in meinem eigenen Traum? Bist du ich oder bist du Shai-Ogdeth? Wie gesagt... Darauf gibt es keine einfache Antwort. Ja, ich bin Shai-Ogdeth, der Gott des Lichts. Aber zugleich bin ich du, so wie ich jedes Lebewesen in dieser Welt bin. Du musst verstehen, das meiste, was die Aljani über mich zu wissen glauben, ist wahr. Ja, ich bin die Konsequenz eurer Handlungen. Ja, ich erscheine, wenn ihr euch euren Sünden ergebt. Was du nicht verstehst, ist, dass ich nicht einfach ein Bote des Endes bin, sondern reines Potenzial. Und dass ich immer schon bei euch war
und es immer sein werde. Vom Anbeginn der Existenz bis zu ihrem Ende. Du bist ein Potenzial? Ja, Eref. Ich bin der Finger, der dich über die Kante stupst. Die Stimme, die dir von deinem Versagen zuflüstert. Das Kribbeln in deinen Händen, das dich dazu treibt, zu töten, was du hast. Ich bin Eitelkeit. Ich bin Gier. Ich bin Egoismus. Und es ist euer eigenes Verlangen nach mir, das mir Macht verleiht. Ich bin kein Monster, Eref. Ich bin kein bösartiger Gott. Ich bin nur die Manifestation eures Verlangens, die Welt zu vernichten. Aber was ist mit den Verdorbenen, dem Portal? Du hast beeinflusst, was geschehen ist. Habe ich das? Wollte Isgrim nicht immer schon Rache? Wollte Kira nicht schon immer, dass du für deine Taten bezahlst? Wollte Reitz-Gardar nicht schon immer alles dafür geben, seine Familie zurückzuhaben? In dieser Hinsicht haben sich die Aljani geirrt. Ja, sie haben verstanden, dass das Muster nicht zerrissen werden kann. Aber sie haben den Grund dafür nicht verstanden. Es ist wahr, dass es immer nur 4 Verdorbene gibt. Aber die Anzahl möglicher Verdorbener ist unendlich. Verstehst du es nun? Wenn Reit nicht zugestimmt hätte, das Portal zu öffnen, hätte es jemand anderes getan. Vielleicht sogar du, Eref. Es gibt immer jemanden, weil ich in jedem von euch bin. Solange es euch nach mir verlangt, werde ich da sein. Solange ich bei euch bin, wird es eines Tages Jakku geben. Und für diese Welt ist dieser Tag heute gekommen. Ah, okay, das war vielleicht doch noch ein Hinweis wegen dem Ladescreen, weil ich dachte eigentlich, okay, es wird sogar so Reis sein, der das Portal öffnet, dass es vielleicht sogar doch jeder sein könnte. Nur in dem Moment hat das Spiel einfach gesagt, es ist das Reis. Das ist sehr interessant. Die Story ist so verwirrend, aber gleichzeitig auch irgendwie cool. Jedoch muss man dazu sagen, dass es gibt noch ein Add-on oder es gibt noch eine Kampagne, die wir spielen werden von Spellforce 3 und dann ist auch vorbei. Nur, wenn diese Kampagne, die hier nachkommt, nicht irgendwie erzählt, so von wegen, hey, so und so und so ist das und hier und da und man kann daraus irgendwie schließen, wie jetzt die Konvokation passiert ist oder sowas und die ganze Welt zersplittert ist in Inseln, dann ist das ein bisschen merkwürdig, weil dann haben wir jetzt zwar die Geschichte vor Spellforce 1 gesehen, aber wissen immer noch nicht, wie es denn dazu gekommen ist. Ja, ne? Und ja, das ist dann, na, also ich sag mal so, Spellforce ist eh so eine, hat so eine Story, die sehr wirr ist. Aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal, ich gehe nicht so ganz stark davon aus, dass sie nochmal Spellforce 4 machen, oder wenn überhaupt, werden die das wahrscheinlich nicht Spellforce 4 nennen. Die dann vielleicht die Story sogar weitererzählt nach Spellforce 2 oder sowas. Aber an sich ist das super verwirrend. Moment. Willst du damit sagen, dass jeder das Potenzial besitzt, ein Verdorbener zu werden? Natürlich, Eref. Jeder besitzt Schwächen. Nur ihr Ausmaß ist unterschiedlich. Aber egal, wie viele Verdorbene ihr aufgehalten hättet, irgendwann hätte ich jemanden gefunden, der den Weg für mich bereitet hätte. Und warum auch nicht? Ihr wollt mich. Eure Geschichte voller Kriege und Selbstzerstörung bezeugt das. Es verlangt euch nach mir, nach den Antworten, die ich geben kann. Nach der Erlösung, die ich verspreche. Also ist Jakku unvermeidlich? Noch ist nichts anderes bewiesen worden. Was hält mich davon ab, dich einfach zu töten? Hier und jetzt? Mich töten?
Wir sind in deinem eigenen Verstand, Erev. Du könntest genauso gut versuchen, dich selbst zu töten. Und was die Welt da draußen angeht, hast du es ja bereits versucht, oder? Du kannst mich nicht töten. Genauso wenig, wie du die Flut töten kannst. Ich bin ein Element aller Existenz. Genau wie die Tiden. Ich war bei ihrem Beginn anwesend. Und ich werde ihr Ende sehen. Ich verstehe immer noch nicht, was genau du bist. Was meinst du damit, dass du in jedem bist? Ich meine damit, dass ich ein Teil eures Verstandes bin, eurer Seelen. Ich bin ein Aspekt eurer Existenz. Und Jakku ist einfach, was geschieht, wenn ihr euch mir hingebt. Du bist die Manifestation unserer Schwächen. Willst du das damit sagen? Das ist eine ziemlich einfache Umschreibung, aber ja. Wo es Flint und Feuerstahl gibt, besteht immer das Potenzial eines Funkens, der ein Feuer erzeugen wird. Aber nur wenn Stahl und Flint hart genug aufeinandertreffen, fliegt der Funke und das Feuer wird entzündet. Du bist der Flint, Erev, und ich der Feuerstahl. Jakku ist das Feuer, das den Wald eurer Welt niederbrennt. Okay. Wenn das so ist. Aber wie kann es sein, dass die Aliani dann glaubten, es gäbe nur 4 Verdorbene? Weil es zu ihrer Zeit 4 Häuptlinge waren, die das Portal öffnen wollten. Mhm. Also bist du die Personifikation meiner Schwächen, meiner Verdorbenheit? Deswegen sehe ich dich? Ich weiß nicht, Erev. Warum sagst du es mir nicht? Warum siehst du mich? Warum siehst du mich, Tava, Kirans Mutter, die arme Frau aus Kavel? Weil ich für deinen Tod verantwortlich bin. Ja, Erev. Ich bin hier, weil du mit unserem Leben gespielt hast, um Ruhm zu erlangen. Deine eigenen Leute, alle Bewohner von Kavel. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie es für sie war? Als den Orks klar wurde, dass sich der Schatz, mit dem du sie hingelockt hattest, nicht im Dorf befand, fingen sie mit dem Abschlachten der Leute an. Langsam, grausam, wie Tiere. Oh, Erev, wie sie gelitten haben. Frauen, Männer, Alte, Kinder. Das hat für die Orks keinen Unterschied gemacht, wie sie gelitten haben. Aber es sollte nicht so ablaufen, verdammt. Sie sollten nicht so früh angreifen. Und dennoch bist du das Risiko eingegangen, oder nicht? Du hast das Risiko akzeptiert, weil du der Krone zeigen wolltest, dass sie mit der Beförderung für den anderen General anstatt für dich falsch lag. Gib es einfach zu, Erev. Du bist zutiefst schuldig. Und du weißt es auch, nicht wahr? Immerhin trägst du immer noch den Glücksbringer, den wir... Du hast recht. Zur Hölle, du hast recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Und glaub mir, er verfolgt mich bis heute jeden verdammten Tag. Aber es ist egal, weil ich nichts daran ändern kann, was geschehen ist. Das kann ich nicht. Und wenn du es könntest... Ich... Was? Was, wenn du es könntest? Was, wenn es einen Weg gäbe, deine Taten ungeschehen zu machen? Wenn ich in einem einzigen Augenblick all das verschwinden lassen und durch eine andere Welt ersetzen könnte? Eine Realität, in der all das Leid, das du ausgelöst hast, nie geschehen ist. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal in der nächsten Folge weiter, damit wir eine fresh Folge haben. Wir reden jetzt hier noch ein bisschen und das ist so das Ding, wo ich dann sage, es ist wahrscheinlich bald das Ende. Muss mal gucken. Aber jetzt kommt Jakku. Ne, Jakku ist es ja nicht, Shyok Dead.
Gott des Lichts kommt jetzt auf einmal dahin und sagt jetzt, hey, was wäre, wenn ich jetzt einfach Schnipp mache und dann, ja, neue Realität, ne? Und da ist es dann nicht passiert. Aber das ist genau das, was wir ja eigentlich verhindern wollten, weil dadurch ja die komplette Leben in dieser Realität ja verschwindet. Außer natürlich, wir sterben nicht. Aber, ja, wir wissen jetzt zumindest, was IRF gemacht hat. Nichts Schönes. Aber was auch dann dadurch sehr lustig ist, ist, dass ja der Anfang von Spellforce 3 Soul Harvest ja mit dieser Lichtgestalt anfing. Das heißt also, mit Chiok Dead fing es an und wir wussten das nicht. Das ist krass. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück zu Spellforce 3 Soul Harvest. Wir sind immer noch im Gespräch mit Chiok Dead, mit dem Gott des Lichts. Zumindest scheint es so, dass diese Lichtgestalt das ist. Und wir sind gerade dabei, bei dem, also im Gespräch mit ihr, wo sie jetzt erwähnt, dass sie ja die Sachen oder die Sache, den Fehler, den ja unser Charakter gemacht hat in der Vergangenheit, dass er Chiok Dead rückgängig machen könnte, indem einfach eine neue Realität erschaffen wird. Kann sie ja einfach. Oder kann Chiok Dead ja einfach. Und dann ist das alles ungeschehen. Da sind wir jetzt gerade. Bei der Situation, was wir ja eigentlich verhindern wollen. Du kannst das tun? Du weißt, dass ich es kann. Oh ja. Was denkst du, wo Reit jetzt ist? Wieder bei seiner Familie. Ich könnte dasselbe für dich tun. Nein, ich glaube dir nicht. Warum solltest du das tun? Warum? Oh, Erev, du verstehst immer noch nichts. Ich bin ein Potenzial, kein Monster. Jako ist das Schicksal, das diese Welt für sich selbst gewählt hat. Das heißt nicht, dass ich es genieße, sie zu verschlingen. Und ob du es glaubst oder nicht, ich bin stolz auf dich. Du hast getan, was die wenigsten Leute jemals erreichen. Du hast dich deinen Dämonen gestellt und erkannt, wie verdorben und jenseits aller Vergebung du in dieser Welt bist. Wenn ich also die Macht hätte, dein Leid zu mildern, warum sollte ich es nicht tun? Ich vernichte, ja. Aber ich erschaffe auch. Ich kann vergeben. Okay. Das ist eine Falle. Du versuchst, mich zu manipulieren. Und da ist sie wieder, deine Eitelkeit. Erev, was lässt dich denken, dass du für mich wichtiger wärst, als es eine Ameise für dich ist? Du bist nur eine unbedeutende Kerze in einem Ozean aus Licht. Nimm mein Angebot an oder nicht. Es ist für mich irrelevant. Ja, aber oh, wir können das annehmen. Jeder hat eine zweite Chance verdient, quasi. Und wir könnten. Das ist aber ein fieses Ende. Wahrscheinlich gibt es in diesem Spiel ein gutes und ein schlechtes Ende. Ich weiß nicht, ob das, wenn ich die zwei wähle, ob das gute oder das schlechte Ende ist. Beziehungsweise ob ich dann sage, hey, ich bin jetzt in einer anderen Welt, ich lebe weiter, aber meine ganzen Verbündeten, die sterben alle. Das ist fies. Oder ich sage nein. Aber das ist fies.
Und wenn ich ablehne? Dann stirbst du. Zusammen mit deiner Welt. Das Portal wurde geöffnet. Du hast es selbst gesehen. In diesem Augenblick verschlinge ich Eo bereits. Es ist vorbei. Okay. Ich würde eher die zwei wählen, ne? Aber was geschieht mit meiner Welt, wenn ich das Angebot annehme? Nichts, was nicht ohnehin bereits geschieht. Deine Welt wird enden. So wie es sein soll. Diese neue Realität, wie wäre sie? Wie die, aus der du kommst. Nur, dass die Leute, die wegen dir gestorben sind, immer noch leben. Weil du niemals ihr Leben für eine Chance auf Ruhm riskiert hättest. Tava, Kiran, die Leute aus Kavir. Alle wären am Leben. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, Ereth. Aber ich kann einen Ort finden, an dem deine Fehler niemals deine Fehler waren. Das oder das Nichts. Die Wahl liegt bei dir. Ah, das ist fies. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich jetzt das annehme. Gut, gut. Wenn es das ist oder der Tod, dann tu es. Schick mich in diese neue Welt. Wie du wünschst. Schließ einfach deine Augen, Eref. Es ist wie einzuschlafen. Schließt einfach eure Augen. Das ist Ende. Wow. Okay, ich werde die... Damit ihr es nur wisst, ich wusste jetzt nicht, dass es so schnell endet. Ich werde die... die Folge... die letzte Folge... Ein seltsamer Ort... Und die jetzige Folge, die werde ich zusammenschneiden, weil das jetzt so wenig ist, dass es sich nicht mehr lohnt, das in zwei verschiedenen Folgen zu packen. Nur, dass ihr es wisst, dass es vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, dass ich mittendrin nochmal oder kurz am Ende nochmal euch grüße. Oder mal eine Anmoderation mache, obwohl das eigentlich komplett zusammengeschnitten ist. Das war Spellforce 3. Wir haben uns fürs Weiterleben entschieden. Wenn wir gesagt hätten, wir machen das nicht, dann wären wir wahrscheinlich gestorben. Aber das Ende wäre wahrscheinlich genauso gewesen. Also quasi einfach nur umgekippt und die Credits. Ein bisschen merkwürdiges Ende, muss ich sagen. Aber wir sind durch. Ja, wir haben es geschafft, 12 aus 3 Solarvis durchzuspielen. Sehr schönes Spiel. Sehr schönes Spiel. Hat mir sehr gefallen. Das UI, muss ich ehrlich sagen, ist auf den ersten Blick ganz cool. Ich finde aber oben diese Leiste mit den ganzen Fähigkeiten, das hat mich mega angenervt. Weil nicht jeder Charakter seine eigene Leiste hatte, sondern jeder Charakter sich dieselbe Leiste mit allen anderen teilten. Und das ist so doof. Und das mag ich nicht. Aber alles andere, Quality of Life Sachen, fand ich ganz gut. Einen Teil gibt's noch. Ein Spellforce 3 Teil. Den werden wir auch noch machen. Hiernach werde ich aber etwas machen, was ich mir überlegt. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt kommen wird. Also ich werde es probieren. Je nachdem, ob ich das ganz gut hinbekomme, wird das kommen. Und wenn nicht, wenn ich hart versage und merke, das wird nichts, dann wird es nicht kommen. Es geht um ein Spiel, was ich durchaus sehr, sehr lange spiele. Schon. Also schon. Ne? Seit. Eigentlich im ersten Teil. Oder beziehungsweise seitdem.
Also nicht so, also ich spiele es nicht exzessiv seit dem ersten Teil, also dem PSP-Teil. Sondern ich habe es damals nicht wirklich verstanden, aber habe es damals trotzdem mal so à peu à peu gespielt. Und erst seitdem, ist es nicht der dritte, ich weiß nicht, ob es der dritte Teil war, aber also es geht um Monster Hunter, falls ihr noch nicht wisst. Erst seit Monster Hunter 3 so wirklich habe ich dann Monster Hunter so wirklich, also so richtig verstanden. Und seitdem, na, spiele ich das auch dementsprechend nicht mehr so komplett fail. Aber das Problem ist halt eben, wie gesagt, bei Let's Plays Monster Hunter teilweise ein bisschen, weiß ich nicht. Muss man da sehen, wie das so gut, ob das so gut funktioniert. Deswegen sage ich hier nochmal ganz klar, falls das irgendwie nicht so gut funktioniert, dann kommt Monster Hunter gar nicht erst. Aber falls es doch gut funktioniert, im Let's Play, dann kommt es. Also ich meine jetzt damit Monster Hunter World, ne? Also Monster Hunter World wird jetzt das sein, was ich geplant habe. Dabei müsst ihr wissen, dass ich geplant habe, Monster Hunter World zu spielen. Also mit Iceborne, ne? So ein bisschen zu spielen, als wäre ich nicht der Overpro. Sondern als wäre ich so ein bisschen so der Casual-Spieler. So. Das heißt also, ich werde jetzt nicht alles Mögliche auf 100% oder so gut wie möglich mir holen. Ich werde jetzt auch nicht jede erdenkliche Arena-Quest machen im Monster Hunter World, weil dazu müsste ich ja diverse Monster fangen, auch noch zusätzlich. Und da werden wir sehen, ob ich dann Monster fange oder nicht. Das wird situationsbedingt sein. Wahrscheinlich werde ich, also ich bin eher so der Typ, der Monster immer eher tötet und nicht fängt. Aber fangen gehört nun mal eben auch so Monster dazu. In World und Iceborne dann schaltet man durch Fangen ja auch Arena-Quest frei. Das werde ich aber nicht explizit, also darauf werde ich nicht explizit gehen. Ich werde quasi die Story oder ne, also die Monster alle versuchen, so gut wie möglich ist, alle Monster zu bekämpfen. Das werde ich tun. Und ja, so gut wie es möglich ist, eben da durch zu kommen, durch die Story, also mal wo alle wichtigen Monster mal zu zeigen. So spezielle Event-Quests oder auch Sinnoh-Jeeva gehört ja dazu, aber Sapphire-Jeeva zum Beispiel oder auch ein Kuftaros. Das werde ich jetzt nicht machen. Oder zumindest habe ich nicht vor. Auch zum Beispiel den Behemoth, den will ich auch nicht machen. Weil, also der Behemoth hat ja, also ist ja eh sowieso so ein Boss, so ein Monster, was man mit mehreren Leuten bekämpfen sollte. Auch wegen der MMO-Tank-Mechanik und der Meteoriten-Mechanik. Und den gibt es ja auch noch mal in Hard-Mode. Da ist dann sogar noch der Damage-Check mit drin. Den werde ich alleine niemals hinbekommen. Also den werde ich nicht machen. Vielleicht mal zeigen, aber nicht machen. Und dann gibt es auch noch Alatreon und Fatalis. Beziehungsweise ich muss Alatreon legen, um Fatalis machen zu können. Das wird auch nicht geschehen, weil ich nämlich Fatalis bis heute nicht gelegt habe. Also quasi zusammen mit meinem Kumpel, mit dem ich Monster Hunter mal spiele. Und sogar auch noch Randoms. Ich habe es bis heute nicht geschafft, Fatalis zu legen, weil er einfach so eine verkackte Damage-Check-Mechanik drin hat oder so eine Element-Check-Mechanik, die einfach meiner Meinung nach in einem Monster Hunter nicht reingehört. Und ich weigere mich, diesen Boss wirklich richtig zu legen, also dieses Monster richtig zu legen, weil so eine Mechanik, weil allgemein eine Damage-Check oder eine, sag ich mal, Check-Mechanik, die auf Schaden oder Elementschaden basiert, die gehört in Monster Hunter nicht rein. Weil Monster Hunter mehr ist als einfach nur stupide Schaden machen. Da gehört viel mehr dazu. Und deswegen finde ich so etwas nicht richtig. Und deswegen wird der auch nicht gemacht. Das heißt, da ist dann auch Ende. Mindestens da. Wenn nicht vielleicht sogar, wenn es gut klappt, aber dann auch nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt, weil er weit genug ist, vielleicht nicht sogar auch schon früher.
Was ich damit bezwecken will, ist einfach mal zu zeigen, ey Leute, ihr könnt Monster Hunter, auch wenn ihr, wenn vielleicht die Schwierigkeit dieses Spieles euch abschreckt, auch spielen, wenn ihr nicht unbedingt der Oberpro oder das Ultra-Wissen in dem Spiel habt. Das will ich versuchen rüberzubringen. Und das wäre so mein Versuch. Ja? Soll jetzt hier kein Pro-Gameplay mit Monster Hunter World und Iceborne sein. Mal sehen, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, dann wird es vielleicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, der nächste Mass Effect-Teil oder der nächste Halo-Teil oder sowas werden. Steht ja auch noch an. Aber wenn es klappt, wenn das wirklich gut funktioniert, dann würde ich sagen, könnte ich Monster Hunter allgemein, also die Reihe, mit in mein quasi Portfolio mit aufnehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir dann auch noch so Sachen machen wie Monster Hunter Stories 2 und Monster Hunter Rise. Ne? Das werden wir mal schauen. Zumindest würde ich jetzt sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.